Oha, das Auto beginnt zu rollen. Hey, Gang rausgeholt. Was soll das? Stopp! Da rollt das Auto. Juhu. Der Weg ist frei. Straßensperre. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen Weg finden. Da sind noch weiter. Sogar ich muss. Da sind noch weit. Sogar die. Ich muss einen anderen Weg finden. Mit Harvey. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Ich muss einen anderen. Dann können wir vielleicht. Ups, ja. Das wurde uns schon verraten. Das müssen wir schon beim ersten Mal spielen. Das ist nicht blind hier. Beim ersten Mal hat es uns Spooky in den Audiokommentaren verraten. Schwingkörper. Brr, ist das nicht zu. Ich bin bei der. Ich bin bei der Gesellen. Aha. Über den Fluss. Ah, okay. Ich hab Springanimation. Ich meine Schwinkanimation. Ein Tor. Ich fühle mich zwar, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Andererseits ist die Welt auch nicht zugerostet. Aha, zugerostet. Da war zum Glück ein bisschen Antioxidationsmittel. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Sehr schön. Och nee. Der Friedhof. Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Ach, das ist schön. Ein paar Grabestexte. Grabsteintexte. Hier ruht Mathis Konrad? Oh nein. Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Okay. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Ja. Ich habe noch ein Grab. Klaus Peter, Staubsaugervertreter. Tja. Ein Küchentor. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Wie? Warum lässt du mich nicht durch? Was kann ich dafür, dass ich festgekettet bin? Es ist verschlossen. Kirchenmusik. Hallo, altes Haus. Diese Kirche hat etwas Unheimliches an sich. Ich will nicht. Sehe ich so stark aus? Ich fühle mich nicht so. Wie sollte ich eine Kirche benutzen? Ach, beten. Nee. Hab ich auch nicht gedacht. Schau mal, Harvey, eine Kirche. Da will ich nicht rein. Vielleicht gibt es da drin jemand, der uns weiterhelfen kann.
Oder hast du Angst, dass du dich auf der Türschwelle in Asche verwandelst? Das könnte noch gut passieren. Du. Ja, aber ich könnte mir das vorstellen. Sind Poloschläger in Kirchen erlaubt? Ein wenig Graffiti würde ihr gut tun. Aber das muss warten. Das Feuer Christi brennt hier offenbar auf Sparflamme. Auf jeden Fall. Das wär's doch. Religion zum selber basteln. Darf ich Gott sein? Bitte. Ich bin Gott. Du bist, Watson. Konzentrier dich, Edna. Du kannst nicht noch weiter herumtrödeln. Konzentrier dich, Edna. Konzentrier dich. Ich sollte erst einmal gucken, ob überhaupt abgeschlossen ist. Konzentrier dich. Die ganze Institution scheint mir stark angerostet. Auf jeden. Kann ich bestätigen. Okay, da wären wir. Das Kreuz. Das Firmenlogo. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. So, gibt's. Jeder nur ein Kreuz. Oh, toll. Schöne Anspielung. Wer weiß, welcher Film ist es, darf es mir in die Kommentare schreiben. Ach nee, für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Wenn das nicht Blasphemie ist. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Tja. Er sieht hungrig aus. Jesus braucht keine Unterschrift vom Barmann. Er kann jederzeit Wasser in Wein verwandeln. Jesus braucht keine Therapie. Er braucht einen Ernährungsberater. Ja. Lass uns Jesus' Unterschrift fälschen. Wir könnten ihn dann heimlich zum Schwimmkurs anmelden. Jesus kann übers Wasser gehen, Harf. Ach ja. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Ach was. Harvey is hot. Jesus not. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Wollen wir Jesus ein Bad malen? Später. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Irgendwie schon. Das ist auch ein Glaube, ein Aberglaube, aber... Ich finde den... Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Bist du gläubig? Zählt das? Alter. Alter. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Das ist sowas wie... Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Nein. Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ich bin davon überzeugt, ist er nicht. Das ist sowas wie... Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Das ist schlecht. Ich bin nicht so der pastorale... Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Und nicht hier. Jesus? Bist... Er befindet... Macht wohl... Eine Tür haben wir hier. Die ist nach hinten. Dann gehen wir erstmal in die Tür. Ui. Ich glaube, wir schauen uns erstmal hier um.
Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Paul Bunway Kuhfelfen. Ich weiß nur. Wie ist das nicht im Original noch anders? Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Are you ready to rock? Yeah! Sehr schön. Da passt heute ja einige. Naja, Sakrilegia, Jesus Zombie Massacre, Tienpa. Nicht gerade standardmäßig Musikplakate für den Pastoren hängen. Rock. Plakate, die so ein bisschen, naja. Es hängt gut, wo es hängt. Außergewöhnlich in der Kirche sind. Das wäre Blasphemie. Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hotzenplotz Crew Siegen! Meine Lieblingspunkband! Genau das war's. Hotzenplotz Crew Siegen. Fantastisch. Ja, ich bin auch Hardcore. Die Jungs wären stolz auf mich. Mit Augenklappe und Papagei sehen sie noch netter aus. Schade, dass wir hier in der Virtual Edition die Audiokommentare von Pupi nicht haben. Das wäre so. Ich hoffe, die kann man nicht einstellen, oder? Gibt's keine in den Optionen nichts einzustellen, oder? Das wäre traurig, wenn ich das verpasst hätte. Ja, ich gab's so schön. Wir haben aber, wer die Audiokommentare hören will, der guckt sich mein altes Let's Play dazu an, als ich Edna bricht aus. Die Standard Edition, nicht die Virtual Edition. Die Standard Edition. Im praktischen 4:3 Format gespielt habe. Gestreamt habe ich es damals. Auf YouTube noch. 2 Jahre her ist das. Da gab's diesen wunderschönen Audiokommentar von Poki, dass er gesagt hat, er erzählt hat, dass damals diese Hotzenplotz Crew Siegen, dass er die so diese Inschrift an der Mauer mal gesehen hat. Die Audiokommentare von Pookie sind einfach großartig. Schade, echt schade, dass die hier nicht mehr mit drin sind. Das wäre Blasphemie. Es hängt gut, wo es hängt. Ist das hier immer dasselbe? Are you ready to rock? Yeah! Scheinbar ja. Nicht gerade die Naumburger Dunkel. Nicht gerade die Naumburg. Okay, der kriegt scheinbar nichts mit, wenn wir hier rumlaufen. Ich würde sagen, hier rum kümmern wir uns als letztes. Das Buch, ich weiß nämlich, dass da wird was mit passieren. Das brauchen wir. Das können wir nicht ausmachen. Aber warte, können wir. Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Aha. Können wir hier noch. Das Logo ist mit Streifen noch cooler. Erstmal das rückkritzeln. Die Pastor regt das gar nicht auf. Wenn der Sänger das hier sieht, dann muss er sich mit mir verabreden. Das stört die gar nicht. Ich denke gar nicht, dass wir seine Plakate umstellen. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Schade, dass wir Ketchup und Senf nicht mehr mit dabei haben. Ich will das. Niemals. Ich stehe. So. In zum Sichtfeld. Die haben die Punkte falsch verbunden. Es ist eigentlich ein Elefant. Ah ja. Duckt ihn immer noch nicht. Ich wette, das Muster würde den Jungs auch gefallen. Wer spielt denn eigentlich Orgel im Hintergrund? Ich will. Oh, da sind schon Muster drin. Ich wette, das. Spielefehler. Wenn der Sänger das hier sieht. Kopfhörer. Das schließt. Keine Zeitmusik. Hey, Finger weg. Der war teuer. Hallo? Hallo?
Komisch. Er hört nicht. Tja. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Ganz praktisch. Nette Anlage. Brave Anlage. Bin ich mal voll gekritzelt. Keine Zeit, Musik zu hören. Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Kann man ja mal drüber nachdenken. Den Kampf hat der Fern... Antenne, Buch, das Sofa füllt kritzeln. Juckt ihn überhaupt nicht. Nicht so lange mich der Pastor beobachtet. Ja, gut. Das interessiert mich nicht, die Bohnen. Mit dem heftig. Heftig. Aha. Elvis was hier. Sehr schön. Elvis was hier. Ich brauche Verstärkung. Dann bin ich dein Mann. Großartig. Was hältst du davon, Harvey? Rock'n'Roll! Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Was hältst du davon, Harvey? Boah, Even Blacker Sabbath. Meine Lieblings-Death-Metal-Band. Ein Tier. Was hältst du davon, Harvey? Wow, God Sucks Inc. Meine Lieblings-New-Metal-Band. Die besten Bands für einen Küchenpastor. Das ist genial. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Sacrilegia. Meine Lieblings-Speed-Metal-Band. Das steht auf Rock und Metal. Der Metal-Priester. Metal-Leute. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Jesus Zombie Massacre. Meine Lieblings-Thrash-Metal-Band. So, was ist von ihm? Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ignoriert er uns etwa? Hey, du! Ignorierst du uns? Jesus war ein Miffy. Ich glaube, der ignoriert uns. Dann reden wir mal mit ihm. Man sollte einen Mann Gottes nicht instrumentalisieren. Man sollte einen Mann Gottes... Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus, aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Tja, reden wir mal jetzt wirklich mit ihm. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Nein, du musst uns unsere... Ich bin ja gleich wieder da. Kindheit erzählen. Und wer schuld war und wer was... Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Falls du wieder zurück bist. Oh Mensch. Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun. Harvey schläft wohl auf dem Sofa. Mhm. So, Kopfhörer, können wir die mitnehmen? Sehr schön.
Heftchen. Mit dem Fachchinesisch. Die Gitarre. Sofa-Verstärker. Okay, dann schauen wir uns mal das Buch an. Bob Geldofs Mom. Haben wir hier. Können wir uns das angucken. Das gucken wir schon an. Hier haben wir folgendes Rätsel. Okay. Das ist tatsächlich ein Ehe. Verbunden mit dem mit der Gitarre. EGABD. Warte mal, ich sollte mir das mal notieren. So. Hab mir mal ein unprofessionelles Foto vom Bildschirm gemacht. Mit meinem Handy abfotografiert. Dann haben wir EGABD. Wenn das die richtige Reihenfolge ist, wahrscheinlich nicht, aber. Hier haben wir das E, das ist damit verbunden. Das scheint das A zu sein, aber die. Das muss dann als B sein, oder? Ja, das ist das B. Und dann hier das G, also das hier das G. Also in der richtigen Reihenfolge dann wahrscheinlich, wenn wir das richtig so spielen wollen, dann wahrscheinlich E. Und hier mir das mal gerade E. Aber bin nicht so gut im Notenlesen, aber da stehen ja die Pfeile auf die Tastatur, das heißt, das ist dann ein bisschen. Ein bisschen leichter. Ich notiere es mir trotzdem mal. Erstes auf jeden Fall ein E. Wenn ich das so richtig denke, müssen wir das dann so, dass wir dann die Noten dann oben auf der Orgel spielen. Das ist nur die. Also spielen wir E. A. Dann haben wir hier, das ist das D. E, D. Das ist hier relativ undeutlich, aber das, da das nicht das A ist, ist das das B. E, A, D, B. Und dann das G muss das sein. Das I, A, D, B, G muss man mal versuchen. Wenn wir um eine Orgel brauchen. Vielleicht will ich nochmal kurz was probieren. Haben wir das letztes Mal schon probiert, oder? Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Das hat man letztes Mal schon. Und hier? Die braucht er nicht. Er kann meine Gebete auch so ignorieren. Der Altar hat nur einen Chinch-Ausgang und ich habe keinen Adapter. Tja, Sachen gibt's. Wozu? Es predigt gerade niemand. Gut, dann wollen wir mal. Orgelpfeifen. Wenn das Ding einen Kopfhöreranschluss hat, dann auf der anderen Seite. Eine Innenraumentrostung ist überfällig, aber meine Arme sind zu kurz. Das ist nicht der Notenschlüssel. Wenn der Organist sabbert, sollte man das auf jeden Fall tun, ja. Im Moment ist anderes dringender. Organist sabbert? Eine Orgel wird doch nicht mit dem Mund bedient. Ich würde sie ja signieren. Aber meine.
Ich würde sie aber meine Arme... Die in der Mitte könnten mal wieder gestutzt werden. Aber meine Arme sind zu kurz. Die könnten mal wieder... Aber meine... Ich habe das Bedürfnis, sie durchzunummerieren. Aber meine Arme sind zu... Okay, die Tür. Können wir da raus? Abgeschlossen. Natürlich nicht. Aber wir können nach oben.